Wenn es Ihnen ernst mit Ihrem Ziel ist und Sie hungrig danach sind, es zu erreichen, dann müssen Sie bereit sein, mehr zu tun als das, wofür Sie bezahlt werden. Sie wollen Ihr Ziel erreichen? Dann müssen Sie danach hungern. Es muss eine ganz tiefe Entschlossenheit in Ihnen sein, die nicht verhandelbar ist. Sie werden es schaffen. Sie werden es überwinden. Das, was Ihnen zugestoßen ist, wird Ihr Leben nicht bestimmen. Sie müssen sich gegen sich selbst erheben und Ihrem Verstand sagen, was er zu denken hat. Das Leben ist ein ständiger Kampf um dein Gebiet. Und wenn du einmal aufhörst, für das zu kämpfen, was du willst, wird automatisch das, was du nicht willst, eintreten. Wenn Sie einen Traum haben, dann müssen Sie für diesen Traum kämpfen. Wenn Sie einen Traum haben, dann müssen Sie sich behaupten. Wenn Sie einen Traum haben, müssen Sie tief entschlossen sein, egal wie schlimm es ist und egal wie schlimm es noch wird, dass Sie es schaffen werden. Wenn Sie etwas so sehr möchten, dass Sie rausgehen und dafür kämpfen, dass Sie Tag und Nacht dafür arbeiten, dass Sie Ihre Zeit opfern, Ihren Frieden und Ihren Schlaf, wenn all Ihre Träume und Pläne davon handeln und ohne diese Sache das Leben selbst wertlos und nutzlos scheint, und wenn Sie gerne dafür schwitzen und sich sorgen und dafür planen und alle Furcht vor Widerstand verfliegt, und wenn Sie diese eine Sache einfach verfolgen mit all Ihren Kapazitäten, Ihrer Stärke und Ihrem Verstand, Glauben, Hoffnung, Zuversicht und Hartnäckigkeit, und wenn weder Kälte noch Armut noch Hunger oder Gicht noch Krankheit oder Schmerzen oder Ihr Körper oder Ihr Gehirn Sie von dieser einen Sache fernhalten kann, wenn Sie sie verbissen, belagern und verfolgen mit Gottes Hilfe, Sie werden sie bekommen. Sehen Sie, es ist leicht, den Politikern die Schuld zu geben. Es ist leicht, die Wirtschaftslage zu beschuldigen. Es ist leicht, mit dem Finger auf die Umstände zu zeigen. Aber letztlich zeigen dann drei Finger auf uns selbst. Sehen Sie, Sie dürfen Ihren Kopf nicht hängen lassen. Sie werden Dinge in Ihrem Leben passieren sehen. Aber ohne Prüfung kein Zeugnis. Wenn Sie sich Ihr Leben anschauen, dann ist es oft schwer. Es ist schwer, sich zusammenzureißen. Es ist schwer, nicht den Mut zu verlieren. Es ist schwer, durch eine Scheidung zu gehen oder jemanden zu verlieren, den man liebt. Es ist schwer, wenn man noch einmal ganz von vorne anfangen muss. Dinge mögen um dich herum passieren und Dinge mögen dir passieren. Aber die einzigen Dinge, die wirklich zählen, sind die, die in dir passieren. Ich habe genau hier gelernt, was Waldo Emerson sagte. Was vor dir liegt und was hinter dir liegt, hat wenig Auswirkung auf das, was in dir liegt. Hier habe ich gelernt, harte Zeiten vergehen, aber starke Menschen bestehen. Und ich sagte mir, ich bin stark. Ich kann das durchstehen. Lassen Sie uns sagen, ich kann das durchstehen, ja?